Ich schwitze und ich mache nichts. Ich mache legit gerade nichts. Ich sitze und ich schwitze. Disgusting. Meine Vagina sweatet jetzt schon. Ja, ist so. Okay. Hi Leute, ich bin zurück und zwar nicht alleine, wie man sehen kann. Ich habe den hi. Leon dabei. Der hi. Leon, interessant. Ja, genau. Hi, sag mal. Hi, hi, ich bin Leon. Moin, ich bin... Muss ich mir vorstellen, nach Biostudent? Muss das sagen? Hi, ich bin Biostudent. Also, wichtig, das ist ganz interessant. Wir haben mit Baby am Wochenende ein Foto gemacht und da kam dieser nette junge Mann und hat mich angesprochen. Dann haben wir geplaudert und dann kam wirklich eins nach dem anderen. Und dann meinte ich so, okay, cool. Also, er kennt sich mit Skincare sehr gut aus. So Chemie, Bio, all that jazz. Ja. Und ich bin ja sehr interessiert, ne? Also ich möchte lernen, ich will alles wissen, so gefühlt. Und dann dachte ich, hey, hast du nicht Bock auf ein Video? Und jetzt sitzen wir hier. Aber wir müssen natürlich appreciaten. Ich hatte eigentlich ein anderes Video geplant, das habe ich komplett über den Haufen geworfen am Abend davor und ich so morgens um 9. Ich so, Leon, wie sieht's aus heute? Und ich dachte mir so, ja, meine Freundin kann warten, tschüss, Saskia, wir sehen uns nie wieder, bei. Ist ja, okay. Cool. Erzähl, was machst du so? Ich beschäftige mich seit viel zu langen Jahren mit Hautpflege. Seit viel zu langen Jahren. Mhm. Ich studiere Bio, habe 2 Semester Chemie studiert. Hat mir nicht viel gebracht, aber durch das Biostudium habe ich ein bisschen Einblick bekommen, Studien und Co. verstehen und bla. Mhm. Und davor habe ich mich halt privat mit Skincare sehr viel auseinandergesetzt. Dadurch, dass ich sehr schlechte Haut hatte früher. Mittlerweile bin ich sehr zufrieden. Aber früher war die Haut sehr schlimm. Ich hatte Neurodermitis, beziehungsweise habe ich immer noch. Akne kommt auch immer mal wieder durch. Ein paar Ausbrüche, ein paar Entzündungen sind immer wieder da. Allerdings war es deutlich schlimmer. Gerade so eine Teenagerzeit. Und das ist so die schlimmste Zeit. Mhm. Und leider sind viele Hautärzte immer so, nicht so Bock oder geht nicht. Oder einfach zu viele, auch teilweise zu viele Patienten. Und deswegen habe ich dann gedacht, fuck it. Selber. Du machst das jetzt selbst. Mach ich selber. Total interessant. Er hat ja eben schon gesagt, Akne, wenn das ein Thema für euch ist, was man mal behandeln sollte oder wenn ihr so Interesse habt, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal mit ihm machen, aber natürlich in einem separaten Video. And that's a topic. Das ist viel. Aber es ist, also gerade, weil es oft untergeht. Mhm. Es wird sehr oft mit Medikamenten abgestumpft. Mhm. Leider auch häufig bei Frauen im jungen Alter wird direkt gesagt, hier, nimm die Pille. Die Beauty-Pille wird sie oft genannt. Mhm. So, vielleicht nicht von Fachkreisen, aber so gern genannt. Leider ist die nicht so gut. Okay, cool. Also das haben wir schon mal. Heute geht es allerdings darum, dass ich mich abschminken werde. Deswegen bin ich auch schon geschminkt. Das heißt, ich werde mich mit den Produkten abschminken, die ich immer benutze und werde dann auch meine Haut pflegen, so wie ich das eigentlich jeden Tag in meinem Alltag mache, mit den Produkten, die ich jetzt zurzeit benutze. Also ihr wisst, ich nehme auch mal Barbour, ich habe auch mal Tina Gebhardt benutzt. Er ist super ehrlich, das schätze ich sehr. Also wer jetzt hier Ehrlichkeit und so nicht mag, darf gerne jetzt wegschalten. Genau, und ich dachte, Skin-Experte reagiert auf Beauty-Gurus Make-up-Routine. Und I love a good tea, ha? That's a title. Was, eine Skincare-Routine? Also Make-up-Routine gesagt hast. Dass du zu so viel zu das den ist Experten. Die Regie. Das ist halt die Regie. Ne? Er hat einen Job. Er sitzt da nicht nur. Okay, ich würde sagen, damit das nicht zu lang wird, weil ich glaube, er hat... Es wird lang. Es wird lang. Okay, also ich nehme mir 2 Wattepads, ja, und ihr wisst, ich benutze wasserfeste Mascara, weil ich habe sehr steile Wimpern, die einfach nach unten zeigen. Das heißt, Wimpernzange und Waterproof Mascara. Was kriegt das ab? Die The Body Shop, The Chamomile Waterproof Eye and Lip Make-up Entferner. Ich wollte nur einen guten Shot geben. Das ist so ein 2-Phasen-Ding, das muss man gut durchschütteln, ja, damit das so... Und das ist wirklich seit Jahren mein Favorite. Ich habe mindestens 4-5 Flaschen im Bad stehen, weil da darf das nie alle gehen. Das ist ohne Duftstoffe und reizt meine Augen überhaupt nicht. Ich könnte jeden Tag Mascara tragen, ich könnte mich jeden Tag abschminken, es passiert nichts. Was ich mache, ich durchtränke die, lege es auf meine Augen und dann lasse ich das erstmal einwirken. So, ich massiere das so ein bisschen meine Wimpern, dann habe ich das meistens schon. Echt effektiv, krass. Das ist super. Das Ding ist aber auch wirklich gut formuliert. Ich kann nicht meckern. Also ich kann wirklich nicht meckern. Das Einzige, wo ich jetzt, wenn ich jetzt ganz, 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 ganz streng sein müsste, ich könnte sagen, gut, wir brauchen kein Kamillenwasser, aber sonst wäre es nicht die Chamomile-Reihe. Deswegen ist das in Ordnung. Hast du eine andere, bessere Alternative? Ich würde dabei bleiben. Nee, ich würde eiskalt, glaube ich, dabei bleiben. Ich habe oft gelesen, dass viele mit dem... Nivea hat so eine Sensitiv-Version, aber es gibt Leute, die Nivea nicht unterstützen möchten oder so. Mhm. Aber das ist... Also ich meine, Body Shop ist am Ende auch L'Oreal, ne? Ja. Ändert halt nichts. Aber nicht mehr. Ja. Tatsächlich steht kein Label mehr drauf. Dann drehe ich einfach um und dann presse ich das auf meine Augenbrauen, weil die Augenbrauen geht, sie sind dann doch schon sehr intens und das kriege ich damit auch am besten ab, ohne mir die Augenbrauen rauszureißen. Und dann bin ich halt so und dann mache ich auch meine Lippen ab. Aber krass, dass es zum ersten Moment erstmal alles grobe runterbekommt.
Ja, I love it. Dann, next step, habe ich von Pharmacy das Green Clean Makeup Melts Away Cleansing Balm. Ich habe früher das Clinique Take the Day Off Balm gekauft. Ich weiß gar nicht, warum ich irgendwann zu dem gegangen bin. Nein, Beauty Guru dann richtig, oder? Ach, das riecht halt irgendwie Mojito oder so. Mhm, also ja, Kräutern so. Würde ich sofort nehmen, aber nicht für die Haut, Kinders. Nicht für die Haut, das trinkt sagt er schon. Ne, aber es ist echt, also es riecht gut, aber dann, wenn es riecht, vermeiden wir es. Denn leider ist es, nimmst du so viel? Also wenig? Also ich würde mehr nehmen, persönlich immer. Ehrlich? Ja, aber ich bin aber auch ein Freak. Oh, also ich bin wirklich ein Freak. Also das, ich nehme meistens die Hälfte davon. Ja, also ihr könnt sehen, das schmilzt sofort mit der Körperwärme. Und das massiere ich so schön in meine Haut, um jetzt komplettes Make-up zu lösen. Was passt daran nicht? Was mir daran nicht passt, ist der Duft. Ist relativ easy. Also es ist wirklich, man hat hier Zitrusöle drin, Bergamottenöl sind leider Öle, die, sie haben keine Benefits. Also ihr müsst das so sehen, ätherische Öle haben keine hautpflegenden Eigenschaften und bestehen zu teilweise 90% nur aus den Duftstoffkomponenten. Und die Haut interessiert sich nicht dafür, ob es synthetisch ist oder natürlich, weil alles wird im Labor am Ende hergestellt und es interessiert die Haut nicht. Sie kann nicht unterscheiden, ob Limonen, einer der Duftstoffe, die drin sind, synthetisch ist oder natürlich. Mhm. Das kann die Haut nicht unterscheiden. Das ist der ziemlich egal. Der Stoff bleibt als solcher gleich in der Struktur. Und deswegen prinzipiell vermeiden, weil es keine Skin-Benefits hat. Also, solange ich keinen Vorteil habe, sage ich, lass es weg. Wer jetzt aber sagt, ach, ich brauche aber diese Sensation am Abend, ne? Weil viele haben es aber, Lavende, Co., die brauchen das abends. Dann bitte, wenn möglich, in der Cleanser-Form, die ihr runterwaschen könnt und bitte nicht in einem Leave-On-Product, was auf der Haut bleibt, was ihr über teilweise 10 Stunden sogar auf der Haut haben könnt, über einen Tag, über Nacht, lieber nicht. Oh, okay. Dann wirklich nur im Cleanser, weil ihr wascht es runter und das ist dann in Ordnung. Aber ich würde nur empfehlen, wer natürlich will, soll es am Ende machen. Wir wollen ja niemandem was vorschreiben. Mhm. Wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin kein Hautarzt. Bitte merkt euch das. Ah, ja, ja, ich bin kein Dermatologe. Ich kann keinem Menschen Hautkrankheit sonst was heilen. Geht zum Dermatologen, wenn ihr Probleme habt. Die sind dafür ausgebildet. Ich bin nur ein Freak, das war's. So wie du ein Make-up-Freak bist, bin ich ein Skincare-Freak und das war's. Also, das ist nur angelesenes Zeug. Ich habe genug Studien, wen das interessiert, gern einfach mal sagen. Ich kann gern Studien zukommen, das ist nicht das Problem. Prinzipiell wirklich nur angelesenes Zeug aus wissenschaftlichen Studien und nicht aus irgendwelchen Blogbeiträgen oder so. Ja. Die mögen wir nicht. Also ganz kurz, ihr könnt auch gleich weiter plaudern. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich wasche das runter. Also ich mache das nicht mit einem Lappen, irgendein Close und so ein Gedöns. Bloß nicht. Ich gehe jetzt zum Waschbecken und nehme mir die Plörre aus dem Gesicht. Darf ich einmal ganz kurz nochmal ein Hate ausschieben? Bitte. Wir hassen diese Tüchertechnik. Hört auf, wir hassen diese Microfaser-Cloths, die immer wieder verkauft werden. Ganz gern sind so Brands. Liz Earle macht das sehr gern. Mhm. Die sagt immer, hier, mein Hot Cloth Cleanser. Diese Kombi werdet ihr auflesen. Das ist in Ordnung. Problem ist, viele Leute reiben übers Gesicht in dieser... Danke. She's a professional. Nee, aber das ist halt so das Problem. Durch starke Reiben, was viele machen, damit sie das Gefühl haben, ach, jetzt ist das Make-up runter, werden sie dazu tendieren. Ich kann wirklich nur vom Herzen diese Produkte empfehlen. Nicht diese Marke an sich. Reinigungsöle, Reinigungsbalsam, etwas, was dich wichtig ist. Wir haben jetzt, glaube ich, haben wir Wasser irgendwo in der Nähe? Hol ich dir. Super. Weil dann würde ich das nämlich ganz kurz hier zeigen. Mhm. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir einen festen Balsam haben, der dann dadurch, dass er fest ist, eine gute Verteilbarkeit hat, weil er dann ölig wird. Mhm. Man sieht das, glaube ich, man sieht das gut, das ist ölig enough. Mit ein bisschen Wasser können wir das halt einfach runterwaschen und es emulgiert. Das heißt, es wird milchig. Ja. Das wollen wir haben. Das wird sie auch gleich am Waschbecken haben. Es wird komplett milchig und es wird sich vollständig, wenn es ein gutes Reinigungsprodukt ist, runterwaschen lassen. Mhm. Wenn nicht und ihr sagt, ich habe einen Ölfilm, dann wisst ihr, das Produkt scheiße. Ja. Also ich kann hier sagen, das habe ich jahrelang benutzt von Clinique und irgendwann bin ich dann darauf gekommen, aber wenn ich das jetzt aufbrauche, werde ich allein wegen dem Duftstoff zurück zu Clinique wechseln. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht um die Brand selber, sondern einfach nur um die Präferenz. Wenn man sagt, ich möchte keinen Duft haben und ich möchte halt in der Regel keinen Duft für mich haben. Mhm. Ich versuche so wenig Duft wie möglich zu verwenden. In manchen Produkten kann ich es verkraften. Lenser. Ja. Aber sonst nicht. Nein. Ja. So, ich will nicht zweimal aufstehen. Dann habe ich den Vichy Purée Thermal Erfrischendes Reinigungsgel. Das heißt, ich wasche mir jetzt den Balm aus dem Gesicht. Und wenn mein Gesicht noch nass ist, nehme ich so einen Pump und dann schäumt es und dann massiere ich das auch nochmal vorsichtig in meine Haut und wasche das komplett runter. Und das wollte ich jetzt einmal im Bad machen, okay? So, jetzt habe ich mein Vichy-Zeug im Bad vergessen. Was sagst du denn dazu? Prinzipiell, also das ist das Purité Thermal Reinigungsgel. Yeah, das ist, muss man leider anmerken, das ist leider eine der wenigen von Vichy, die wirklich gut formuliert sind. Mhm. Aber das ist wirklich gut formuliert. Das hat milde Tenside drin. Tenside sind die waschaktiven Substanzen, die auch ein bisschen schäumen und alles runterkriegen. Und Lebensretter.
We love a good sister. Ja. Und das ist wirklich, also ein mildes Produkt, ist es parfümiert, ne? Mhm. Ich glaube, es war, ja, ist parfümiert. Wenn das jetzt noch nicht parfümiert wäre, wäre das echt ziemlich cool. Ah, ich finde den Duft gar nicht so schlimm. Nee, es geht. Der Duft ist toll, aber wie du sagst, in meiner Hautpflege... Es geht aber von der Stärke. Ich finde, es geht von der Stärke. Ja? Es gibt Duftprodukte, die wirklich, da hat das Gefühl, dass ich das willst du nicht. Ist wirklich so intensiv. Ja. Da bin ich raus. Also das mag ich auch nicht. So ein bisschen Duft ist in Ordnung. Bei der Reinigung, wichtig. Leave-on, nein. Reinigung, ja. Das ist ein solides Produkt. Und du bist damit sehr zufrieden, habe ich den Eindruck. Also es ist jetzt meine zweite Flasche. Ich merke, meine Haut ist wirklich jetzt sauber. So. Also da ist jetzt halt alles raus, denke ich mir. Es gibt Gels, die habe ich, also so Cleanser schon benutzt, die reizen so richtig doll. Also ich muss sagen, wenn du das Gefühl hast, sie ist clean, dann weißt du, das ist das falsche Gefühl. Also je cleaner sich das, ihr kennt das alle, dieses ich bin sauber Gefühl, das ist der Moment, wo die Haut sehr viele Proteine verloren hat, weil Tenside interagieren gern mit Proteinen. Mhm. Das ist so deren Hauptaufgabe, wenn man so will. Sie nehmen halt alles mit, was sie kriegen. Schmutz, Make-up, Dreck, aber halt auch ein Protein, wenn es sein muss. Fett aus der Haut, auch Wasser. Der Kontakt mit Wasser ist auch nie gut für die Haut. Das heißt, wenn du das Gesicht wäschst, du kennst das, wenn du manchmal morgens nur das Gesicht mit Wasser wäschst, plötzlich spannend. Und hier bei uns ist die Wasserqualität jetzt nicht so gut. Deswegen, das ist auch so eine Sache. Es spielt alles eine Rolle. Ich habe kein Problem mit schäumenden Produkten, solange sie mild sind. Ich persönlich benutze von Paula's Choice den Defense Cleanser sehr gern. Das ist so für mich, ganz ehrlich, Nonplusultra, was Reinigung angeht. Bleibe ich ganz ehrlich dabei. Das ist unparfümiert, also Paula's Choice generell als Brand. Darf ich das aufmachen? Du darfst es gern komplett, das ist jetzt ein neues Produkt. Ich habe jetzt das andere leider nicht mitgenommen. Du darfst es gern komplett öffnen, alles gut. Es hat keinen Duft, es hat eine sehr schöne Textur. Es ist gelig, es macht halt einen sehr schönen Schaum, da kann man nicht anders sagen. Das ist nämlich so ein bisschen fest, wenn man so will, als Gel. Und was ich halt an dem Produkt liebe, es ist halt erstmal nicht schäumend. Und so bleibt es auch, solange kein Wasser in Kontakt kommt. Du kannst erstmal verteilen, ohne einen riesen Schaum zu bilden. Wer jetzt sagt, ich brauche aber Schaum, ich will dieses Gefühl haben, der kann jetzt ein bisschen aufschäumen. Und der bildet wirklich so ein creamy Foam. Das ist echt awkward. Es ist ganz klar ein Schaum, der aber sich schon fast cremig anfühlt. Also vielleicht dann doch das. Ausprobieren kann man es. Es ist nicht allzu teuer. Die Produkte sind bezahlbar. Sind nicht die günstigsten. Absolut. Man braucht definitiv nicht alles von denen. Aber das, wenn man mal Bock hat und sagt, ich hätte gern einfach ein Reinigungsgel, was schäumt, aber nicht austrocknet, ich bin Fan. Wie wäre das denn jetzt, wenn ich das benutzt habe und mein Gesicht gewaschen habe, trockne ich es ab und benutze das oder benutze ich es auf nasser Haut? Ich würde es auf nasser Haut verwenden. Okay. Allerdings muss ich fairerweise anmerken, das ist jetzt nur meine Meinung, ich trage aber auch kein Make-up, deswegen kann ich schwerer beurteilen dazu. Ich halte sehr wenig vom Double Cleansing. Double Cleansing heißt in der Regel zweifacher Kontakt mit Wasser. Reinigst dein Gesicht mit Balsam, Wasser runterwaschen, dann kommt das, aufschäumen, Wasser runterwaschen, zweifacher Kontakt mit Wasser, stärkere Irritation. Ja, ja, ja. Ich versuche wirklich Double Cleansing zu vermeiden. Ich kann es verstehen. Ich habe Tage, wo ich wirklich Sonne, super viel Sonnenschutz, ekliges Gefühl, dann mache ich das auch. Alleine, also erstmal vor der Dusche mit einem Balsam und dann hinterher in der Dusche. Ich mag auch das manchmal, das Gefühl. Oh, ich weiß nicht, ich könnte mir glaube nicht vorstellen, das nur abzuwaschen und dann nicht mit... Es funktioniert, echt? Ja. Ihr müsst halt wissen, Gleiches löst sich im Gleichen. Make-up, Schmutz, all Dreck. Das ist alles öllösig. Das liebt es, in Öl gelöst zu werden. Also, es wird sich lösen, definitiv. Ich mache mir keine Sorgen. Wenn man natürlich sich nicht die Zeit nimmt, Kinders, wer sich morgens die Zeit nimmt oder einfach nur so just for fun, sich mal eine Stunde zu schminken, der sollte mindestens 2-3 Minuten für die Reinigung sich nehmen. Auf jeden Fall. Wirklich, nehmt euch die Zeit, stresst euch nicht, macht euch Musik an, lecker Tee, lecker Käffchen. Danach nochmal ein Cleanser-Peeling. Also nochmal Kontakt. Also dieses Tata Harpa Regenerating Cleanser Daily Exfoliating Treatment. Das heißt, wenn ich jetzt, ich würde das jetzt einfach so machen. Das sieht so aus. Das hat ganz sanfte Körner. Hä? Was? Busch? Magst du nicht? Körner sind nicht sanft, nein. Also weder Zucker noch Salz noch irgendwelche kleinen Aprikosensplitter. Dieses Saint-Yves, dieses Aprikosenscrub aus Amerika, was jeder Mensch vergöttert. Das ist das perfekte, oder Kylie Jenner Skincare Walnut Scrub. Diese Angst vor diesen Dingen kommt nicht ohne Grund. Die Kerne werden gespalten einfach. Die werden einfach zerschreddert. Das bleiben am Ende Splitter. Egal was du machst, rund kriegst du die nicht. Mhm. Die musst du synthetisch rund machen. Dann heulen aber wieder alle rum. Oh, da wird aber im Labor Chemie. By the way, nur weil es green ist, es ist nicht keine Chemie. Das ist Chemie, das ist Chemie. Das ist Chemie und das alles ist Chemie, ja? Oh, wow. Da kommen wir nicht drum herum. Aber lohnt sich der Preistag hier? Im Leben nicht. Und was du jetzt zum Beispiel gemacht hast, du hast jetzt auf nasse Haut aufgetragen, auf trockene Haut.
Du hast es ja schon Dryer gehabt. Machen wir nicht. Das heißt, beim Gleiten musst du mehr Kraft aufwenden. Ja. Lieber auf Nass, sondern es ist einfacher, lässt sich besser verteilen. Außer bitte bei solchen Reinigungsprodukten auf Ölbasis. Die müssen auf die trockene Haut, ja, weil sonst wird das nicht. Dann wird das sofort mäßig. Ja. Das sehe ich so häufig. Mhm, manche tollen. Das funktioniert echt nicht. Manche 12 Skincare-Hex-Ladies machen das sehr gern. Die machen das sehr gern, dass sie dann ihre Produkte wirklich auf. Ja. Auf nasse Haut auftragen, oh, und, ja, und dann immer so direkt Milch und sagen, oh mein Gott. Oder das unter bekommt, der Dusche. Oh ja, und dann, mhm, oh mein Gott, das bekommt, mhm, gar kein Make-up runter. Frag dich, warum. Mhm. Also, ich weiß nicht, es kann halt also nicht. Also, das funktioniert tatsächlich nur so, wie ich es euch gerade und dann funktioniert es aber richtig gut. So, und jetzt gehe ich nochmal. Lass es raus. Dreimal. Wasserschaden ist da. Oh mein Gott. Ich muss noch mal kurz sagen, also ich habe mir den Cleanser, Exfoliating Cleanser jetzt runtergewaschen. Den benutze ich höchstens einmal in der Woche, aber wenn ich duschen gehe und so schöne nasse Haut habe, dann mache ich das, aber vielleicht benutze ich den so einmal im Monat. Das riecht sehr so kräuterig mäßig, ne? Ich weiß, ne, woran mich das erinnert. Das erinnert mich eiskalt an so einen Lemon Drink einfach. An so, ein, mhm, an so eine, weiß nicht, an so eine Limonetten, ja, was weiß ich, Scheiße. Ich wollte Limonata sagen. Tschüss, ey. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht Sachen von dir benutzen sollte. Und wenn ich nur zeige, was ich benutze. Also jetzt würde ich meine Augencreme auftragen. Das ist ein Deal. Das machen wir. Das ist super. Ja? Das finde ich gut. Ja. Doch, das klingt ganz weil geil. Jetzt würde ich sagen, ja, vielleicht merke ich jetzt schon, ob ich das mag. Also das mehr mag für mich. Willst du direkt an die chemischen Peelings mal gehen? Oh ja. Yes. Also, ich würde jetzt eigentlich von Tata Harper das Eye Cream benutzen. Ich würde mir das so hier raufgeben und dann mit den Ringfingern so richtig schön einmassieren. Da, mhm, lasse ich mir richtig viel Zeit. Okay. Bis es eingezogen ist. Okay. So, du. Und dann nehme ich von Tata Harper das Hyaluronic, oh, Gel, ja, Moisturizer. Das habe ich neu. Davor habe ich diesen anderen Regenerative irgendwas Moisturizer benutzt. Also, ihr seht, ich bin da nicht so streng, dass ich nur das benutze. Ich benutze auch bei Hautpflege echt viel so. Das ist auch gut so. Okay, was würdest du mir empfehlen? Ich würde dir erstmal empfehlen, den Mythos Augencreme schnell aus dem Kopf zu streichen. Wirklich? Augencreme, puh, also die Augenpartie, mhm, hat keinen Unterschied zur restlichen Gesichtspartie. Jetzt, okay, gibt es bestimmt Leute, die sagen, oh, aber die Augenpartie ist viel dünner. Ist richtig, sie ist dünner, aber die Hautschichten sind dieselben. Sie, mhm, verändern sich nicht. Und das mit den Lippengeschichten. Ja, Lippen sind nicht ohne Grund so empfindlich. Lippen haben keine Teigdrüsen. Die produzieren kein Fett. Das alles produziert Hautfett, das nicht. Das heißt, deswegen, mhm, trocknen die aus. Schön einschminken, Kinders. Aber das ist so der Punkt. Augen haben keine anderen Bedürfnisse. Sowas. Das ist Bullshit. Verwenden wir nie im Leben. Warum? Also, sorry, ich muss einmal. Was kostet das? 180, 500, 1000? Was kostet das Spaß? Ich weiß nicht. Ja, YouTuber-Money. Keine Ahnung. Ich sehe schon den Hate. Ja, wahrscheinlich so 80 Euro oder so. Mir am Wochenende. Das Ding riecht legit einfach wie ein Kräutergarten. Ja, genau. Und da weißt du schon, ich habe auch schon in den Schiff reingeguckt. Es sind wieder Bergamottenöl, Zitrusöle, Pflanzenöle. Warum sagst du mir das nicht, bevor ich das alles neu gekauft habe? Da kannten wir uns noch nicht. Er ist jetzt auch mein Finanzberater für Pflege, deswegen. Hi, ich spare euch allen Geld, aber ich sorge dafür, dass ihr mich hinterher hast. Jetzt wäre mein nächster Step Augencreme, dann diese Moisturizings. Manchmal nehme ich diese Creme Riche von denen, die kostet ein Vermögen, über 100 noch was Euro. Und danach sage ich euch, Leute, das benutze ich nicht so gerne. Also das hat mich nicht überzeugt. Ich bin froh, dass Baby das benutzt. Danach, ich dachte, Schrott benutzen oder was? Ey, ich schwitze, Leute. Das ist wirklich, ich kann so machen, denke mir so, boah. Jetzt sag mir, was ich da benutze. Das riecht erstmal eklig. Das kann ich dir schon mal so sagen. Ja, ich finde das nicht schlimm. Ja, ich finde die anderen Sachen riechen besser. Also erstmal, das ist ein Tiegel. Kinders, Tiegel werfen wir direkt weg. Dann kannst du nicht mehr, das ist so, als würdet ihr gerade 500 Euro wegwerfen. Warum? Die besten Verpackungen... Pumpspender. Airless Pumpspender. Warum Airless? Das ist mit Unterdruck. Hier wird Luft hochgesogen. Also hier wird immer weniger Luft. Unterdruck entsteht. Das Ding ist super. Das ist die beste Art, wie man Sachen verpacken kann. Meiner Meinung nach. Mhm. Zur Not gehen noch einfach normale Pumpspender. Da ist schon mal weniger Luft drin. Das ist ganz gut. Was macht Luft? Luft oxidiert. Sie oxidiert durchgehend mit Stoffen. Mhm. Das kennt ihr, wenn ihr Produkt zum Beispiel lange offen habt, irgendwelche Cremes. Mhm. Das hat dann so feste Ränder. Ja, sich genau. Farben sich färben. Fragt euch, woher das kommt. Das macht die gute Luft. Das hier, auch noch so teuer. Das ist halt der Punkt. Also, richtig teuer. So ein DM-Tiegel oder was weiß ich, das interessiert mich auch dann nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das kostet jetzt nicht so viel. Aber das ist so teuer. Dann ist es nur Glas, es ist grün gefärbt, hat die Öko-Branding-Geschichte, ist auch in Ordnung. Es ist, dagegen sage ich nichts. Wer es kaufen will, soll kaufen. Problem ist hier nur, hier sind keine speziellen Inhaltsstoffe drin. Hier sind einfach nur super viele Pflanzenextrakte drin, die antioxidativ wirken sollen.
Was passiert denn jetzt, wenn Luft an Antioxidantien drankommt? Sie oxidieren, heißt, sie werden inaktiv. Also stimmt. Was wäre jetzt für mich deiner Meinung nach... Du willst ein Icon benutzen? Oder soll ich dir meinen Tipp geben, was ich zuerst mache? Auf jeden Fall jetzt. Was ist deine Expertenmeinung? Meine Expertenmeinung ist das erstmal. Oder Empfehlung. Hier meine Expertenmeinung wäre, ich bin großer Fan von chemischen Peelings. Sie hat vorhin ein Regenerating Cleanser Daily Exfoliating Treatment verwendet. Mhm. Ein Exfoliating Treatment, heißt, hier sind Körner drin. Es geht Exfoliation auch über eine, man sieht's gut, Exfoliate. Paula's Choice. Ich weiß, Brand, bla, ist mit Abstand die beste Marke für mich, was das angeht. Warum? Ich habe noch nie was von Paula's Choice benutzt. Wird Zeit. Dieses Produkt hat Salicylsäure drin. Die habt ihr bestimmt alle mal gehört. Das kennt man einfach so. Es wird oft rumgeworfen, dieses Wort. Allerdings brauchen Säuren in dieser Form, und ich weiß, Säure schockiert jetzt viele Menschen, das ist eine Säure. Vieles ist eine Säure, was ihr zu euch nehmt. Diese Säure braucht einen speziellen pH-Wert. Es gibt günstigere Produkte, die haben meist nicht den pH-Wert. Der sollte zwischen 3 und 4 liegen. Ein gutes Unternehmen gibt es an. Ein schlechtes Unternehmen, verheimlicht sein. Wenn es verheimlicht wird, weiß man ganz genau, vergesst es. Mhm. Sonst wirkt dieses Produkt nicht vernünftig. Es muss wirklich zwischen 3 und 4, das hat jetzt zwischen 3,2 und 3,8 perfekter pH-Wert. Ich würde das jetzt, ich zeige es, ich mache das jetzt also in die Hand einfach, bisschen wie es kommt, dann zwischen den Handflächen ganz kurz verteilen, weil es halt ein Liquid ist, das ist flüssig, es lässt sich nicht ganz so gut verteilen und auf die Haut aufpatten. Fangt nie an, so zu ziehen. Das bringt nichts, damit nur Schaden. Und auch dieses, wenn ich das schon höre, ne, die ganzen Hack-YouTuber, die mir immer erzählen, wenn ihr so macht, dann, ihr müsst die Haut nach oben fliegen. Ich weiß nicht, wo dieser Bullshit kommt. Gravitation gibt es, Kinders, ne? Ich hoffe, das ist bewusst. Das wird hängen, ob ihr wollt oder nicht. Und wenn YouTuberinnen so vor euch stehen, ist das bestimmt nicht Quellwasser und schöne Cremes. Das ist einfach nur Botox, Hyaluron. Und glaub mir, viele von denen haben das. Das ist der Tee, der bar ist. Das ist einfach so. I love that. Und ich meine, es fühlt sich gut an, oder? Es ist ein angenehmes Feeling. Das Gute ist, hier sind ein paar wirklich hydrierende Inhaltsstoffe drin, die wirklich, sie sind halt Feuchtigkeit spenden und das ist halt ganz geil, weil Salicylsäure kann ganz leicht austrocknen. Was macht Salicylsäure am Ende? Oder alle Säuren, wir haben hier noch eine weitere, die gleich danach kommt, weil wenn, dann geben wir das Ganze. Das ist eine BHA, Salicylsäure, und das ist eine AHA, eine Alpha-Hydroxysäure, und das ist eine Beta-Hydroxysäure. Und wie oft würde ich das denn jetzt benutzen? Für Anfänger, nee, für Anfänger ganz klar, bitte vorsichtig. Das ist am Ende genau wie das hier, nur besser. Weil damit habt ihr Körner, die oberflächlich nur schrubben können. Dieses Ding kommt zwischen deine Zellen, die oben sind, die toten Hautschuppen, die wir alle sehen. Ne? Mhm. Das, was man sieht, ist tote Haut. Kommt dazwischen und trennt jetzt das dazwischen immer ab. Das Bindeglied zwischen toten Zellen wird einfach getrennt. Oh Gott, ich fühle mich gerade wie in der Schule, ey. Ist schön, oder? Ich kann wieder was lernen. Wir lieben Creative Content, oder? Kurze Frage. Ich habe so ein leichtes Prickeln auf der Haut. Ist das normal? Das kann normal sein. Säuren sind immer noch Säuren chemisch gesehen. Das heißt, ne, vorsichtig einmal die Woche starten. Bitte sanft. Ich muss sagen, ich habe meine Toleranz aufgehoben. Ich benutze das Ding regelmäßig. Also mindestens 5-mal die Woche. Ich verwende es seit über 5 Jahren. Ich bin used to it. Du musst die Toleranz aufbauen. Ihr könnt nicht erwarten von heute auf morgen, ich will das auch täglich verwenden. Das wird nicht funktionieren. Die Haut wird eine Reaktion zeigen, wenn sie keine Lust mehr hat. Und dann kriegt man Pickelchen, Rötungen und es kann auch brennen. Das slightly tingling ist in Ordnung, solange es nicht feuerrot wird. Sonst wasch es bitte runter. Wir garantieren hier für keinem die perfekte Hautpflege. Das ist wirklich nur das, was bei mir und bei hunderten von anderen Menschen geholfen hat. Und das ist, wir basieren uns hier auf Studien. Wir labern nicht auf, oh, ein Pflanzenextrakt hat über Nacht irgendwelche Sachen errichtet. Nein, tut er nicht. Wird er auch nicht machen. Wird er nicht machen. Allerdings können diese Stoffe das machen. In diesem Fall haben wir eine Beta-Hydroxysäure verwendet. Die wirkt reinigend, meintest du? Genau, die kriecht in eure Pore rein und entfernt dort ein bisschen Fett. Das geht raus. Für Leute mit ganz groben Poren, die sagen, ich hasse meine Poren, ich mag das, bitte Kinder, es liebt eure Haut, ihr immer glücklich sein mit der Haut. Ja. Solange, wirklich, es gibt Leute mit wirklich schlimmen Hautkrankheiten, ihr sollt euch alle beschweren, ihr habt alle das Recht, euch zu beschweren, aber bitte lernt am Ende des Tages zu verstehen, Haut ist Haut. Ihr habt, Frauen haben ihre Periode, wir haben alle Stress, auch Männer haben eine emotionale Periode, wir haben alle Stress im Alltag, das Leben ist nicht easy und dann bitte nicht verrückt machen, wenn die Haut mal ausbricht. Ich kenne das selber, ich habe es aktuell und da kommt dieses Faltenfreie, was ich jetzt so auch gehäuft sehe, ist okay, jeder kann machen, was er will. Du hast schon echt glatte Haut, ich hasse dich. Danke, kein Botox, alles echt. Das ist halt echt eklig. Wichtig anzumerken, ihr werdet keinen großen Influencer Porcelain Skin haben, wenn ihr nicht Botox und Filler wie Hyaluron, die toll sind, nie schlecht fühlen dafür, bitte. Niemanden dafür verurteilen, ich kann es auch nicht hören. Erwartet nicht, dass vielleicht Kylie Jenner Skincare euch schöne Haut beschafft, wenn man zweimal am Tag ein Facial hat. Ja. Also es passiert nicht. Ihr könnt es hoffen, aber es wird nicht passieren. Das ist Wunschgedanke, Botox, Filler und Co. machen halt den Effekt instant. Und die sind auch toll dafür. Allerdings zum Beispiel Botox sollte man so früh wie möglich anfangen und nicht erst mit
30, 40, wenn Falten da sind, sondern da hilft Hyaluron. Das ist halt auch so ein Thema für sich, will ich auch gar nicht reinsteigen, aber es ist nicht easy. Was wäre jetzt der nächste Step? Ich würde persönlich jetzt anschließend auf die trockeneren Stellen, die 8% AHA-Lotion. Kennst du? Paula bietet alles in verschiedenen Texturen. Das ist das Tolle für ölige, für trockene Haut. Ihr habt da echt Spielraum bis zum geht nicht mehr. Ich habe übrigens trockene Haut und ich würde sagen auch nicht ganz sensibel, aber sie ist ja jetzt schon, mit... Ja. Was unter anderem an durchgehenden Duftstoffkontakten und Pflanzenextrakten liegt, weil durchgehend sensibilisierst du die Haut. Und Kinder, es kann wirklich sein, ihr könnt eine Kontaktallergie zu Duftstoffen entwickeln. Wenn ihr die einmal habt, freut ihr euch nicht darüber. Es kann sein, dass ihr selten Parfum verwenden könnt. Ihr müsst beim Duschgehen aufpassen, ihr müsst auf alles aufpassen. Also große Empfehlung für all die, egal wie sehr Duft liebt, benutzt einfach ein geiles Parfum, spürt es auf eure Klamotten, nicht auf die Haut. Ja, Alkohol, Duftstoffe penetriert besser an die Haut, wollen wir nicht. Einfach auf die Klamotten, dann riecht ihr gut, ihr fühlt euch wohl. Ihr müsst, eure Haut muss nicht gut. Keiner kommt zu euch und sagt, oh, hör mal, das Ohrläppchen, das riecht aber gut. Wir benutzen jetzt 8% AHA. Davon, ganz hier ist Glykolsäure drin. Das ist eine Alpha-Hydroxysäure. Diese Säure hat es in sich. Für Anfänger ganz vorsichtig, deswegen eher die Lotion, die zieht nicht so gut in die Haut hin. Das ist ganz gut für Anfänger. Einmal die Woche wirklich ganz wenig verwenden. Stück für Stück. Wir verwenden jetzt einen Pumpstoß zwischen den Fingern verreiben und eher auf die trockenen Stellen tupfen, weil es halt wirklich dafür am besten ist. Also ich finde es dafür, es kann ganz, ganz leicht brennen, wenn es doll brennt, kann ich nicht garantieren. Es kann passieren wirklich. Kannst du auf die Stirn machen, alles gut. Das ist wirklich so ein Produkt. Ich persönlich bin großer AHA-Fan. Glykolsäure ist nicht meine Lieblingssäure. Ich bin eher so ein Milchsäure-Fan. Das ist egal, das ist halt das. Kann ich so überall hin? Ja, schmier rum, alle Dude. Auch am Hals gern. Es ist, vergesst nicht, ne? Girls and Boys, ne? Wir haben noch, das Gesicht endet nicht hier. Das Gesicht endet hier. Bei Frauen mit Gehänge auch. Ganz wichtig. Das ist wichtig. Vergesst das alles nicht. Viele vergessen das immer irgendwie. Never. Was? Ne? Wahres Alter erkennst du nicht in der Fresse. Erkennst du am Neck und an den Handrücken. Oh, es fühlt sich auf jeden Fall so richtig. Aha. Und so. Look at that glow. Und glaub mir, das bleibt. Das ist das Geile, weil die toten Hautschuppen jetzt abgetragen werden, habt ihr den wunderschönsten Glow dieser Erde. Ich verspreche es euch. Mhm. Ladies, Gentlemen, everybody. Aber das and everybody jetzt, in between. Sagen wir, heute ist Montag und Montag ist mein BHA-Tag und AHA-Tag. Aha. AHA-Tag. Sagen wir, boah, heute ist jetzt aber Dienstag, das habe ich gestern probiert. Du meinst ja, ich soll das erst aufbauen. Stück für Stück, ja. Was würde ich denn jetzt dann auftragen an meinem Dienstag? Weil das habe ich ja am Montag gemacht. Zum Beispiel ein hydrierendes Serum, so ein feuchtigkeitsspendendes Serum, wenn man Bock drauf hat. Ich persönlich nicht, weil ich glaube nicht an Serum. Warum soll ich es dann nehmen? Wenn du es möchtest. Jeder hat seine Art. Leute mögen dünne Texturen nochmal drunter zu geben. Ich bin halt kein Fan davon. Ich bin ganz klar, ich arbeite super pragmatisch. Nur Effektivität, der Rest. Ich brauche keinen Humor. Okay, das will ich halt auch machen. Also Dienstag ist heute. Das heißt, ich habe mich abgeschminkt. Kurz für die süßen Anfänger. Mhm. Wir müssen vorsichtig sein. Sie hat jetzt alles hintereinander aufgetragen. Das machen wir nicht. Das ist nur für sie. Damit ihr jetzt einmal aufgetragen seht. Ich bin immer ein großer Fan, abwechselnd, dass du sagst, du kannst es zurechtlegen. Du sagst, du möchtest beides einmal die Woche verwenden. Mhm. Dann sagst du, ach weißt du, Montag ist mein BHA-Tag und Donnerstag, damit die Haut so ein bisschen Regenerationszeit hat. Das ist ein Angriff, das ist ein gezielter Reiz, ein ganz gezielter Reiz, den wir setzen. Ne? Das ist so ein bisschen wie, als würde jetzt jemand die Haut pieksen. My brain is hurting. Ich weiß, es ist viel, ne? Ist nicht easy. Mm-mm. Hautpflege ist kompliziert. Und jetzt frag dich, warum so viele Probleme mit Hautpflege haben. Ja, wirklich. Weil Unternehmen machen es einem schwer. Die würden euch nie sowas erklären. Nie im Leben. Also warum auch? Ja, deswegen kaufe ich es auch nicht, weil ich es nicht verstehe. Ihr sollt das hier kaufen. Also nicht die Marke an sich, sondern teure, schöne Pflege, die gut riecht. Und darauf einfach beschrieben ist. Ja, das ist ganz wichtig. Intensive Rich Cream oder genau. Rich Cream. Das aber reicht für mich schon. Ich sage, super, das ist perfekt für meine Haut. Exactly. Und wenn du dann liest, Paula's Choice Skin dann Perfecting, schon, okay, 2% danke. BHA Liquid, Salicylic Dankeschön. Acid, Skin Exfoliating, Unclog Spore. Hast du gar keinen Bock mehr. Nee. Halt so. Kenn ich selber. Aber es lohnt sich. Vertraut mir. Da sage ich echt mal ganz offen, vertraut mir. Es lohnt sich. Wie lange sollte man sowas testen? Weil wenn du sagst, ja. Man muss ja das ja. erstmal aufbauen, ja. jetzt es könnten ja viele sagen, ah okay, jetzt habe ich das einen Monat verwendet, aber bei mir passiert nichts. In der Regel sagt man 8 bis 12 Wochen. Ich sage ganz ehrlich, mindestens ein halbes Jahr. Habt Geduld. Wow. Haut regeneriert sich alle 4 Wochen in meinem Alter. Ich bin 22. Je älter wir werden, desto langsamer regeneriert sie sich. Wir müssen uns Zeit lassen. Ihr könnt nicht erwarten, von heute auf morgen Effekte zu haben. Wenn ihr das habt, wenn irgendjemand sagt, oh mein Gott, meine Haut ist über Nacht damit so geworden. Bullshit. Ganz klare Lüge. Also da ist wohl eine Spritze unter die Augen gerutscht und hat alle Falten aufgefüllt. Mehr ist da nicht passiert. Das ist wirklich das erste Mal, dass sie solche Produkte verwendet. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen nervös, deswegen.
Aber bis jetzt. Und ich liebe halt diesen Spiegelglow. Ich bin ein Fan davon. Wirklich, teilweise, wenn ich morgens mein Gesicht wasche, ich bin mir so glücklich. Ich hatte früher sehr schuppige Haut halt und sehr unschöne Haut für mich persönlich. Und das war so geil. Ich gucke in den Spiegel und denke mir so, shit. Es ist halt wirklich glowy. Und das ist das, was, glaube ich, viele wollen. Glowy Skin ist so ein Ding. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ich mag das. Ich bin auch ein großer Fan davon. Wer es nicht will, dafür gibt es Puder. So, aber Montag BHA-Tag und Donnerstag ist der AHA-Tag. Aber ich brauche ja nach dem Abschminken, muss ich mich eincremen, weil mir das dann auch spannt. Nicht doll, aber es spannt. Dafür habe ich wunderschöne Wirkstoffe, weil wir basieren hier... Aber du wolltest ja kein Serum gedönst. Genau, aber es gibt, also das zum Beispiel, es gibt ein Produkt, das hat jetzt eine Serumtextur, aber wir achten, also ich persönlich bin ganz klar Team Inhaltsstoffe, ne? Also wir wollen ja auch Scientific Research haben. Es gibt zwei Inhaltsstoffe auf dieser Erde, die bis zum Geht nicht mehr gut erforscht wurden. Mhm. Auf der Haut, nicht an irgendwelchen Tieren oder sonst, wirklich auf der Haut speziell getestet wurden. Das ist Vitamin A, was ich euch nicht für Anfänger empfehle, lest euch da bitte ein, vielleicht kommt da ein Video, wer weiß. Mhm. Also ein Anti-Aging Routine. Man weiß es nicht. Es gibt Möglichkeiten, allerdings es ist halt schwierig. Vitamin A ist gut erforscht, aber sehr irritierend für die Haut, wenn man nicht richtig arbeitet. Ja. Und ich sage es jetzt noch einmal ganz kurz und es kommt gleich, das ganze Thema kommt noch, aber sehr, sehr wichtig. Wenn ihr mit solchen Stoffen arbeitet, die Haut zum Glowen bringen, das gleiche gilt für eure Exfoliating Körner, Sonnenschutz, weil die Haut wird beschädigt ansonsten, weil die Haut verliert jetzt Hautschuppen, die daher kommt dieses dull, matte Feeling, nicht so schön glowy. Mhm. Daher kommt das, das ist ein Hautschuppen. Wenn die abgetragen werden, das ist ein Schutz deiner Haut gegenüber UV-Strahlung. Ja. Wenn die jetzt abgetragen werden, muss deine Haut wirklich geschützt werden. Und ihr solltet sie generell 365 Tage im Winter, Herbst, Sommer, Frühling tragen. Wenn ihr keine Falten wollt, dann 80%, guck in die Kamera, 80% der sichtbaren Hautalterung sind durch UV-Licht ausgelöst. Studien gibt es Hunderte. Okay, ich brauche jetzt, wie gesagt, Hautpflege. Also etwas, was Feuchtigkeit gibt. Ich würde prinzipiell zu einem Stoff tendieren, das ist Vitamin B3, Niacinamid. Mhm. Der kann Poren verkleinern, Rötung vermindern und hauteigene Stoffe die Produktion davon anregen. Es gibt zwei Alternativen. Für die, die dünne Texturen haben wollen, Paula's Choice. Warum? Weil es halt einfach ein Liquid ist. Das sollte reichen, glaube ich, als Information für Leute mit fettiger Haut. Super. By the way, alle Produkte für Leute mit öliger und trockener Mischhaut, jeder kann es benutzen. Hier ist kein Hauttyp ausgelassen. Oh. Für Leute, die sagen, Leon, ich habe keine 50 Euro im Monat. Locker, kann ich verstehen. Winkelist kostet, ich habe 7 Euro dafür, glaube ich, bezahlt. Ja. Auch 10% jetzt nämlich. 1% Hyaluronsäure. Hat eine wunderschön gelige Textur, auch für dich. Das kannst du direkt ganz, ganz wenig, weil du hast jetzt Säuren drauf. Das kann, hoffentlich wird es zu keiner Reaktion finden, aber Säuren und Niacinamid können sich negativ vertragen. Es kann sein. Probier es einfach aus. Du bist die Testerin hier. Das ist dann meine Feuchtigkeitspflege. Ja, hier ist Hyaluronsäure drin. Die bindet Feuchtigkeit auf der Haut. Das ist ganz nützlich. Das ist, heißt, das benutze ich an den Tagen, wo ich Wo du das nicht benutzt. Genau. Das geht morgens und abends. Ihr könnt es morgens und abends verwenden. Hier sind 10% Niacinamid drin. Heißt, wenn ihr darauf reagiert, kann eine Konzentration sein. Ihr könnt auch Sachen verdünnen, mischen. Gesundheit. Danke. Also das könnt ihr morgens und abends verwenden. Das ist gar kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. So, das war ja jetzt meine Abendroutine sozusagen. Das heißt, ich habe die BHA-AHA-Tage nicht. Das wäre dann dieses Niacinamid. Exakt. Das kann ich dann immer dann benutzen, wenn ich das nicht benutze. Exakt, das hat so tolle Haut. Und dann kann ich schlafen gehen? Nee, dann verwenden wir natürlich eine Creme, weil, Kinders, jetzt haben wir ganz viel Tolles angesammelt auf der Haut. Ne? Ja. Wasser und tolle Stoffe. Die Haut verliert durchgehend 24 Stunden Wasser. Das nennt sich ganz, wenn wir ganz fach sind, nennen wir es transepidermaler Wasserverlust. Wir nennen es TEWL, abgekürzt. Die Haut verliert Wasser. Cremes, daher verwendet man Cremes, werden deswegen benutzt, um den Verlust zu unterbinden. Das heißt, wir nehmen jetzt natürlich ein bisschen also Creme. Also gibt es diese Äußerung, Feuchtigkeit spenden gar nicht? Schwierig. Das ist ein langes Thema. Okay. Das ist ein langes Thema. Wir sagen Feuchtigkeit spenden, weil es einfach... Was ist das? Das ist eine Gesichtscreme. Leicht cremig, also so eine Mittel-Lotion. Ja, es ist in between. Es ist in between. Das ist von A. Florence Skincare, einer Ökomarke, ich nenne sie jetzt Ökomarke, aus UK. Tolle Frau. Tolle Frau, kann jemand ihr das sagen? Wirklich, ich mag ihre Produkte sehr gern. Gerade für Leute, die sagen, ey, ich möchte Naturkosmetik kaufen, kauft sie.
Kauft sie aber bei ihr. Ganz ehrlich. Könnte ich dieses Niacinamid und das auch jeden Tag verwenden? Das auf jeden Fall. Also das könnt ihr jeden Tag. Das ist eine normale Gesichtscreme. Da ist nichts fancy. Da sind Ceramide drin, Hautbausteine, ne? Was Niacinamid ja ankurbelt in der Hautproduktion. Und Niacinamid, ihr müsst halt gucken, die sind halt 10% und das ist halt viel. Es gibt Leute, die werden darauf reagieren. Das kann immer sein. Einfach ausprobieren. Aber prinzipiell spricht erstmal nichts gegen. Oder reicht es, wenn ich nur das benutze? Ne? Du kannst auch nur das verwenden. Das ist alles Skincare. Das ist ein Kann-Angebot. Ne? Nichts muss. Ihr könnt alles ausprobieren. Ihr könnt es aber auch lassen. Das ist eure Entscheidung. Frage ist, möchtest du Eye Cream verwenden? Was will ich verwenden? Eye Cream. Weil hier ist eine Eye Cream, die ich persönlich ganz gut finde. Die ist jetzt von Drunk Elephant. Sehr teuer. Wenn ihr das Geld übrig habt, kann ich sie empfehlen. Wenn nicht, ihr braucht keine. Ihr könnt auch einfach eure Gesichtscreme der Wahl nochmal anschließend um die Augen herum geben. Das ist auch eine Möglichkeit. Das habe ich jetzt so gemacht. Genau, also dann brauchen wir auch kein Icon. Aber willst du sie verwenden, weil sie luxuriös ist? Nein, sie ist toll. Schreibst du mir auf, was ich jetzt machen muss für eine gute Hautpflege? Klar, das ist kein Problem. Das ist nicht das Problem. Weil ich bin ein bisschen verwirrt, weil dann doch das, dann das, wie ich will. Und ich sag's dir, gar kein Problem, Schwester. Alles gut. Ich bin dann so... also ich muss natürlich sagen, meine Haut fühlt sich sehr... gepampert an. Sehr intensiv. Also ich spüre es, ich habe was auf der Haut. Das ist normal bei diesen Klimatemperaturen, würde ich erstmal so sagen. Also Luftfeuchtigkeit ist auch unerträglich, aber vor allem diese Lichter machen mich verrückt. Ihr müsst euch wirklich, versucht einfach euch dran zu gewöhnen. Hautpflege ist toll und schön. Genießt es einfach, dass ihr gepflegt ins Bett geht. Wer sagt, ich habe super ölige Haut, ihr müsst auch keine Creme verwenden, wenn ihr nicht wollt. Keiner zwingt euch, aber wenn ihr trockenere Stellen bekommt, benutzt wenigstens an diesen trockenen Stellen etwas. Ihr müsst nicht das ganze Gesicht eincremen, das ist euch immer überlassen. Wir machen es einfach jetzt mal aus Zeigezwecken und außerdem, weil die Produkte toll sind. Aber kann meine Haut jetzt noch atmen, wie wir das so gerne sagen? Genau, wir verwenden ja gerne, wenn etwas sich schwer anfühlt, meine Haut kann gar nicht richtig atmen. Haut atmet nicht. Ihr atmet über euren Mund, über eure Nase, über die Lunge. Haut atmet nicht. Das sind 0,6%, glaube ich, die über die Haut irgendwie mit Kontakt kommen. Es wird oft Hautatmen mit Pickelproduktion, dass Pickel entstehen. Pickel entstehen durch komedogene Stoffe. Da gibt es 1000 Listen zu. Die könnt ihr alle über den Haufen werfen, weil die alle nicht richtig sind, weil die Studien an Hasenohren durchgeführt wurden, die sehr empfindlich sind. Oh. Deswegen, ihr müsst das selber rausfinden. Das ist leider so eine Long-Term-Experience, die man machen muss. Das ist ein bisschen doof, aber es ist ein bisschen wie bei Make-up. Du probierst 1000 Foundations aus, bis du sagst, die eine ist es und keine andere für mich. Oder die alle sind für mich und die nicht. So, ich habe ihn abgeschminkt. Gepflegt, gepeelt, alles. Gepeelt, Tage sind um. Jetzt hatte ich halt das und die Pflege und jetzt würde ich schlafen gehen, eigentlich. Jo, das wäre es auch. Was ich jetzt noch machen würde, weil ich es bin, das ist die Eucerin Aqua vor. Das ist meine Lippenpflege. Ah. Also ich habe extrem trockene Lippen und sehr rissige Lippen. Ich verwende die seit über 10 Jahren, glaube ich. Also ich wechsle nicht bei dieser. Echt nicht. Ich kann sie nur empfehlen, wirklich. Sie hat ganz, es ist vaselineartige Textur. Schön fest, macht Wunder. Also echt so ein softes Feeling. Glaubt mir, ihr werdet nie so einen schönen Liquid Lipstick auf den Lippen haben am nächsten Tag. Ich verwende sie morgens, nicht so gern, aber abends. Und ich mache sie auch auf trockenen Stellen, zum Beispiel, wenn ich eine kleine Schuppe habe hier, trockenstellen, Nasenflügel, mache ich nochmal da, an den Augen, Außenwinkeln. Wo ist trocken? Die ist, das ist eine All-in-One. Das ist jetzt eine kleine Travis-Size. Aber das ist ein großer, da bin ich großer Fan von. Das wäre die Nachtroutine, die ich empfehlen möchte für ein richtig, wo man sagt, jetzt habt ihr Power-Inhaltsstoffe. Das wird dauern, bis die alle wirken, denn man braucht Zeit, aber die wirken. Vielleicht nicht bei jedem gleich gut, aber das ist dann halt so. Was ich noch prinzipiell empfehle, ist eine Gesichtsmaske. Ab und an, weil ich es liebe. Und das ist jetzt eine, die liebe ich seit 2 Jahren jetzt. Es ist wirklich, es ist no joke. Es liegt halt daran, das ist jetzt eine Aktivkohlemaske von Colibri Cosmetics. Aktivkohle ist ein Marketing-Ding, ignoriert das bitte. Wir haben hier super viele schöne pflegende Inhaltsstoffe drin. Deswegen ist die Maske nicht so eine, die Maske ist nicht so eine austrocknende Maske, in keinster Weise. Sie trocknet leicht an, aber sie wird null austrocknen. Und was macht die Maske? Fett absorbieren durch Kaolin. Das ist in allen antrocknenden Masken der Stoff, der Fett absorbiert und einfach nur die Haut weich. Und ich schwöre auf diese Maske. Also ehrlich? Ich habe High-End-Masken von A bis Z gehabt. Ja, ich auch. Und ich schwöre auf diese Maske. Wirklich. Das heißt, ich habe jetzt geschlafen, ich stehe auf. Was ich morgens mache, ist mein Gesicht mit kaltem Wasser waschen. Dann nehme ich wieder Augencreme und meinen Moisturizer und there you go. Ich habe über den Tag schon das Gefühl, egal bei wem, egal ob günstig oder teuer, das haben jetzt alle Marken gemacht, dass ich so dann über den Tag, so Nachmittag schon das Gefühl habe, ja, da ist nichts mehr. Also da ist nichts mehr, was, ja, ich drehe oft meine Videos ja abends, wie ihr wisst. Das heißt, wenn ich mich dann ab
18 Uhr mich hinsetze, um zu filmen, habe ich schon das Gefühl, so auf meiner Haut ist nichts mehr. Ja, I know what you mean. Das kommt meist daher, weil viele Leute am Morgen tendenziell sehr leichte Produkte verwenden, weil sie wollen sich schnell schminken. Sie haben, kann ich verstehen, wir haben nicht alle viel Zeit. Das muss schnell gehen, ne? Man muss raus, Erledigung machen. Und da denke ich mir immer so, ich kann es verstehen. Das Problem ist, da ist einfach nur sehr, sehr viel Wasser drin. Auch wenn Aloe Vera da steht, da ist sehr, sehr viel Wasser drin. Das wird am Ende einfach nur in die Luft alles übergehen. Das war's, mehr passiert dann nicht. Das zieht nicht in die Haut rein, das Wasser wird in die Umwelt umgehen. Deswegen, also ein bisschen Fett sollte drin sein. Ich bin aber ja kein Fan von Tagescremes. Wir verwenden ja nur eine Sache am Morgen, die essentiell ist, weil nach der Reinigung. Genau. Machen wir so. Also ich bin jetzt wach geworden, ich habe mein Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen. Was wäre der nächste Step? Ganz klar für mich. Hast du da eine Empfehlung? Und zwar, ich liebe, das ist wirklich Liebe hier, La Roche-Posay Chaka Fluid hat einen sehr hohen UVA-Schutz und einen sehr hohen UVB-Schutz. Wie man hört, das ist ein bisschen ASMR-Moment. Da ist halt eine Kugel drin. Die schüttelt das ganze Produkt nochmal ordentlich durch. Es ist halt einfach, ne, Liquid. Vergesst nicht, Sonnenschutz ist essentiell. Wir kommen nicht, gerade wenn wir solche schönen Produkte verwenden, aber Sonnenschutz ist essentiell. Es gibt nicht mehr die alten Texturen von früher. Die gibt es immer noch, klar. Fettige, weiße, pastöse Cremes, aber es gibt auch wässrige, leichte, wirklich fehlerleichte Texturen. Du sagst, es ist essentiell. Oh, also, als ich eben geschminkt war, wir hatten uns ja schon vorher getroffen, kennengelernt, und hatte mir eine Probe von einer anderen Creme von La Roche-Posay, die ich auch sehr liebe. Genau. Die ist bestimmt in der Infobox. Ja, verlinke ich euch. Und die habe ich dann komplett aufgetragen und habe dann meine Foundation aufgetragen. Meine Foundation saß wirklich einwandfrei. Aber im Make-up-Bereich gibt es SPF ab 15 macht Flashback. Das kann sein. Ich kenne mich halt nicht mit dem Make-up-Bereich. Also das muss man natürlich austesten. Ich glaube aber, die meisten fotografieren sich ja abends dann aus einer Gala oder so. Habe ich jetzt gerade so, wenn man abends mit Freunden feiern geht. Also da trage ich natürlich kein SPF. Dann würde ich mich vorher mal mein Gesicht waschen. Dann würdest du es weglassen. Genau. Es geht tatsächlich um den Alltagsgebrauch. Wirklich. Okay. Wenn ihr das paar Mal vergesst, alles gut. Aber Kinder, ganz wichtig, eine gesunde Bräune existiert nicht. Die Haut wird braun durch UV-Schäden. Das ist einfach so. Sonst wird sie nicht braun. Sie färbt sich nicht braun, weil sie Spaß hat. Ja, es ist halt echt schwer, weil alle auf Instagram sind braun und wollen braun werden. Und davon müssen wir einfach akzeptieren, nicht jeder ist braun. Und das Schöne ist, es gibt Selbstbräune. Also, oder man findet es einfach geil, weiß zu sein. Oder man findet es schön. Wenn man also ich muss man darf nicht sagen, man findet es geil, weiß zu sein. Das war oh mein Gott. Also ich muss halt sagen, dass ich heute mit 32 Jahren meine weiße Haut wirklich lieben gelernt habe. Ich will gar nicht mehr braun werden. Sag, helle Haut. Ja, helle Haut halt, weil ich meine Haut... Ja, ich habe meine Haut geschädigt. Ja. Ich bin in jungen Jahren so hardcore ins Solarium gegangen, weil ich gehänselt wurde für meine Hautfarbe. Ich wurde beleidigt für meine Hautfarbe. Und ich habe mich dann alle 2 Tage ins Solarium geschleppt. Stärkste Liege für 20 Minuten und das für 2 Jahre. Und dafür hast du noch Haut. Halleluja. Ja, und ich war schon bei einem Hautexperten, bin extra nach Frankfurt für gefahren, der meinte, du hast seine Haut, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, zerfickt. Ja, also man sieht die Schäden. Ja, es ist wirklich so. Es ist so. Auch wenn meine Haut gut für viele ist, er meinte, du hast sie kaputt gemacht, das kann er halt sehen. Und zwar die unteren Hautschichten, weil UVA dringt ziemlich tief rein. Die hat Bock, bis zur dritten Hautschicht mal gern zu rutschen. Die kann tief rutschen. Und das wollen wir nicht. Also bitte vermeidet's. Benutzt Selbstbräune, macht euch die Mühe dann, wenn ihr unbedingt dunklere Haut haben wollt. Das ist wunderschön, aber fühlt euch auch mit eurer Hautfarbe einfach wohl. Ja, ich liebe meine Haut jetzt. Deswegen tut euch einen Gefallen. Ihr wollt Anti-Aging. Das alles ist kein Anti-Aging, weil Anti-Aging existiert nicht. Es existiert Slow-Aging. Haut langsam altern, langsam mehr altern lassen. Sonnenschutz, Sonnenschutz. Ich kann es wirklich nicht öfter betonen. Es muss nicht der sein. Nehmt den, den ihr wollt. Aber noch viel wichtiger ist, und das muss ich jetzt leider sagen, die Auftragsmenge. Ich weiß, viele wollen gern, nur wenn es geht, wollen viele immer nur das hier verwenden. Ach, und so. Und dann so, oh mein Gott, das fettet gar nicht, das weißet nicht, oh mein Gott. Und dann kommt immer dieses, ihr braucht wirklich nur eine Erbsengröße, a little goes a long way, und dann wisst ihr Bullshit. Bei Sonnenschutz ist, je mehr, desto besser. Mindestens, das ist meine ganz klare Meinung, und das ist wissenschaftliche Meinung. Diese Zahl, die kommt, die wird getestet im Labor, die wird ganz, ganz speziell getestet, und zwar 2 Milligramm pro Quadratzentimeter. Heißt auf Deutsch, einfach nur übersetzt, mindestens 1,2 Gramm nur auf diesem Gesicht. Auf ein Durchschnittsgesicht. Heißt, wenn ihr viel Hautfläche habt, also sagt, ihr habt ein größeres Gesicht, einen längeren Hals, sonst was, bitte mehr, bitte spart nicht am Produkt.
spart an allem anderen. Wenig Cleanser, wenig sonst, alles gut, aber nicht bei Sonnenschutz. Mhm. Deswegen kauft euch einen Sonnenschutz, den ihr euch wirklich finanziell, der euch nicht ruiniert, bitte. Mhm. Kauft nicht den 600-Euro Sonnenschutz. Es gibt günstige Alternativen. Kauft euch die. Also ich muss sagen, das, was du jetzt hier gezeigt hast, ist deutlich günstiger als das, was ich benutze. Was sagst du denn jetzt so zu meiner teuren Hautpflege-Abschminkroutine? Was würdest du mir für eine Schulnote geben von 1 bis 6? Tee würde ich dir geben, mehr nicht. Und zwar eiskalten, ekligen Earl Grey oder so. So oh, richtig, I love a good Earl Grey. Aber so einen scharf aufgebrühten. I love it. Jo, yeah. She's disgusting. Bitte, Kinders, Hautpflege darf gern was kosten, wenn es um Wirkstoffe geht, die wirklich was können. Nicht um irgendwelche Pflanzenextrakte, die eine Werbung haben, damit ihr ganz, ganz toll euch wohlfühlt oder Glasverpackung habt, damit ihr euch ein gutes Gewissen kauft. Ich würde es echt lassen. Wirklich, gebt euer Geld sinnvoll aus. Am Ende ist euer Geld, you work for it. Mach, was du willst. Kauf dir das, was du willst. No, no judgment hier. Aber ich würde prinzipiell echt sagen, spart euch das Geld. Okay, also ich werde dich auf jeden Fall nochmal sprechen. Ja. Du wirst mir jetzt diesen Plan erstellen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde den jetzt religiös befolgen und verfolgen. Ja. Und würde einfach nochmal mich mit dir hier zusammensetzen und gucken, hat das was gebracht? War das was für mich? Ihr könnt auch übrigens gerne in die Kommentare schreiben, was würde euch so hautpflegetechnisch noch interessieren. Also, oh ja, please. Also ich bin halt offen für sowas. Ja. Und ich glaube, du auch. Ich glaube, das Topic ist einfach interessant für viele. Und wisst ihr, weil das Problem ist, ich habe ja ein Herz für Menschen. Ich habe ja wirklich ein Herz für Menschen. Und ich bin ja, wir lieben Leute, eine Basic-Routine herzustellen. Die Produkte verwendet man nicht von allein. Ich möchte bitte, dass du die Produkte dann einfach verwendest. Das ist dann einfach... Was ist das? Ja. Wieso? Weil ich einfach das gern mache. Hey, ich kauf mir das. Aber ich schenke es halt auch wirklich gern. Deswegen habe ich die Produkte dann alle noch nicht angebracht. Dann gibst du dir das Geld. Nee. Weißt du, was ich am Anfang des Videos noch sagen wollte? Wie gesagt, schreibt uns bitte gerne eure Themen, Haut, was interessiert euch? Er hatte Akne, hat Neurodermitis. Ich glaube, dass er als... der das wirklich selber auch erfahren hat, am besten weiß, was für ihn gut funktioniert hat. Und ich werde so oft wegen Akne gefragt und ich hatte noch nie Akne, deswegen bin ich, glaube auch nicht der richtige Ansprechpartner, auch wenn ich euch gerne helfen würde. Also wie gesagt, schreibt uns gerne eure Wünsche und Anregungen in die Kommentare. Ich aber bitte drum. Du machst Social Media. Oh ja, oh, jetzt kommt die Promotion Time. Ja, okay, das habe ich am Anfang vergessen. Don't care. Ich verlinke natürlich dein, du machst nur Instagram. Ich mache nur Instagram, alles andere ist fake. Nein, ich mache nur Instagram. Okay, cool. Unter dem Namen X-Skincare. Mir ist nichts Besseres eingefallen, es tut mir leid. It's fancy. Ja. I love it. Ihr findet sein Instagram auf jeden Fall ganz oben in der Infobox. Thank you for the promotion. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Spontanität bedanken. Mega. Ich finde es toll, dass du mich angesprochen hast, was du ja auch erstmal nicht machen wolltest. Das ist richtig. Eine Freundin hat mich wirklich, danke Maike, love you. Maike hat mich wirklich, ja, Küsschen, Kind, wir lieben dich. Sie hat mich wirklich prinzipiell gezogen. Sie meinte, jetzt, ich war mir unsicher, ob sie das wirklich war. Und sie so, jetzt geh noch mal zurück, ich warte hier. Ich so, gut, das machen wir. Und dann kam das Gespräch. Aber guck mal, zu was das führt. Aber es ist auch schön, darf ich kurz anmerken, wie schön das ist, dass sie in ihren Videos sich wirklich nicht verstellt. Das ist ein bisschen traurig, eigentlich schon fast. Weil ich dachte immer so, ich habe erwartet, dass sie eigentlich so eine Fake-Kant ist, wie 80% dieser Influencer-Welt. Und dann kommen einfach so alle so, sie ist halt wirklich genauso. Das ist echt, es ist aber wirklich so. Es ist echt erschreckend. Ich habe schon ein paar Influencer kennengelernt, die meine Informationen für ihr Video benutzt haben. Thank you for being such a nice hoe. Weil die meisten, es ist wirklich erschreckend. Und auch von mir nochmal ein Danke, dass ich mache das nicht aus Reichweitengründen. Das ist mir sehr wichtig zu betonen, weil viele denken immer, man will nur Reichweite. Ich mache den Bums wirklich, weil ich wirklich hoffe, dass Leute dadurch ihre Haut lieben lernen können, ohne sich ständig von der Gesellschaft lassen zu sagen, du hast einen Pickel? Scheiß aus. Ja, sorry, ich habe einen Pickel, ich bin Mensch. Ach, ich habe auch Akne, ich habe Neurodermitis, ich habe Rosazea. Das ist normal und das ist auch in Ordnung so. Nur wichtig, dass man sich nicht dafür hasst, weil viele einem das vorleben. Deswegen, große Empfehlung. X Skincare folgen. Oh, that was a good promotion. Thanks, Daddy. Mm. Wir bedanken uns ja, ganz ich bedanke mich sehr, wirklich sehr herzlich. Danke wirklich nochmal für die Chance. No joke. Du, Leuten, meine das, Tür steht offen. Ey, wirklich Leuten Informationen zu vermitteln, weil, wie du gemerkt hast, that's a lot, um das zu verstehen. Das ist nicht viel. Einfach. Und ich mache mir gern diese Arbeit, weil es mir Spaß macht. Das ist wirklich mein Hobby. Und ich liebe es, dass ich dank dir Leute erreichen kann, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass Leute sagen, ich hasse meine Haut, ich bin unzufrieden und es ist möglich. Ja. Es ist wirklich meist möglich. Es ist, also, gebt euch bitte nicht auf. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Reinschalten. Ihr findet hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr die Modern super gerne abonnieren und supporten. Wir bedanken uns schon mal dafür. Ja, danke. Ciao und bis zum nächsten Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.